Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir ZooWorld VR und wie der Name schon vermuten lässt, ist das ein Spiel, wo wir in der Natur rumlaufen und ein paar Aufgaben erledigen. Wir haben auch so einen kleinen Hund, der zeigt uns den Weg. Zum Beispiel müssen wir so einen Bär besuchen und dem einen Fisch bringen. Und man hat also auch verschiedene Aufgaben, trifft verschiedene Tiere und kann auch noch ein bisschen was lernen. Ob das wirklich so gelungen ist, werden wir sehen. Bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren Woodgrass VR, Oppermann Events, Peter Wasmeier, Andi de Felser, VR Ambassador, Virtual Escape und Adam's Group. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen in diesem ganz wundervollen Spiel, wo der Bär gerade ein bisschen durch die Luft glitscht da hinten. Seht ihr das? Der Bär da vorne. Der glitscht durch die Luft. Also folgendes. Ich will ja jetzt nicht zu viel spoilern, aber das ist absoluter Hardcore-Käse. Erstmal die Grafik. Jetzt ist es zum Glück gerade dunkel geworden, aber die Grafik von dem Spiel, die ist einfach der absolute Burner. Guckt mal, wie die Objekte aufpoppen, wenn ich jetzt hier so hingehe. Seht ihr diesen Baum da? Das poppt alles hier so auf. Und guckt euch das mal hier an. Also, oder da hinten. Also das hier ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie schlechte Grafik dann doch die Immersion komplett killen kann. Also das geht halt überhaupt nicht. Wirklich gar nicht. Auch hier diese Graslandschaft, das, jeder Grashalm sieht hier gleich aus. Da hat gerade ein Entwickler einfach so ein Brush benutzt, einfach einmal so klack drüber. Ne? Hier ist der Bär übrigens. Und das ist auch der Knaller. Da wurde uns eben gerade gesagt, da ist hier Mama-Bär und da ist noch so ein kleiner Baby-Bär irgendwo, den sieht man jetzt nicht mehr. Was ist das? Hä? Ach so, hier wird uns was über den Bär erklärt, ja. Das geht wahrscheinlich auch gar nicht mehr weg jetzt, ja. Let's get some food for the bear. Ja, wir haben jetzt so ein paar kleine Aufgaben. Tja, wie kann man das jetzt hier abbrechen? Gar nicht mehr. Das ist ein Scherz, oder? Jetzt ist gerade das Mondlicht aufgetaucht. auf jeden Fall, guckt euch mal hier das Gras an. Das ist unglaublich. Einfach gerade hier so hingepinnt. Wir gucken jetzt einfach nicht dahin, weil das geht nicht mehr weg, dieses Fenster. Ach so, was ich euch sagen wollte, da ist der dicke Bär hier, ne? Boah, der kommt auf einmal so angerannt, ne? Das ist voll erschreckend. Und da stand am Anfang dann, geh ruhig zu dem Bär und fass den an, das ist gar kein Problem, ne? Also ich meine, wenn das Spiel jetzt hier so ein Kind zockt, ja, und das Spiel sagt mir, du kannst den Braunbär anfassen und ein bisschen streicheln, da bin ich mir ja gar nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, sowas einem Kind zu erzählen. Weil wenn du nämlich das Baby von dem Braunbär streichelst, dann killt er dich nämlich. So sieht's aus. Also zum Lernen ist das nur eine ganz schlechte Idee. Jetzt liest er diesen ganzen Text hier vor. Also da haut's mich ja vom Planet wieder. Ich weiß, das kann man leider nicht schließen. Der liest das jetzt bis zum Ende vor. Das ist übrigens der kleine Bär. Ah, guck, hier mal ein gutes Beispiel. Seht ihr diese Blume da? Zack. Geil, oder? Und was auch noch richtig krass ist, das Spiel, das zieht richtig Performance. Das sieht aus wie ein Teller Schrauben, aber es braucht so viel Performance, dass mein Lüfter vom PC gerade richtig aufheult. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hört, ich glaube nicht. Ich habe den Rauschfilter an, aber das ist schon echt krass. Also die Grafik, die ist ja wirklich aus dem letzten Jahrtausend und dann noch so viel Performance. Also das Spiel wirkt wirklich für mich, als wenn das in der Mittagspause erstellt wurde. Leider. Das einzig Coole an dem Spiel ist der Hund. Der ist nämlich knuffig. Habt ihr den Baum gesehen? Hey, guck mal. Guck mal, der Baum. Ich meine, der ist jetzt 10 Meter vor mir. Zack. Das kann man doch nicht. Sowas kann man doch den Augen nicht antun. Und nein, es gibt keine Option. Ich kann das euch mal zeigen. Ist immer noch da, das Ding. Hier, man kann einfach nur
Das Einzige in den Optionen ist nur Audio. Mehr kann man nicht machen. Also das ist wirklich schon eine absolute Schande, wie man sowas heutzutage noch machen kann. Das ist so schade. Vor allem, mich ärgert es vor allem, weil ich ja ein großer Fan von solchen Spielen bin. Das hätte mich richtig gefreut, ja, dass du halt wirklich dann hier mal so schön durch die Natur laufen kannst, dir schön Sachen angucken kannst. Das wäre was für mich gewesen, aber wie man das so schlecht machen kann, ist mir ein Rätsel. Was war das? Kann ich das hier aufheben? Was hat er denn? Guck mal, der ist doch süß, oder? Soll ich hier buddeln? Sag mal, da stand doch gerade. Oh, ich fall um. Ja, Fisch, aber wie soll ich den denn fangen? Seht ihr hier einen Fisch? Ah, das sieht ja auch geil aus unter Wasser, oder? Seht ihr das? Gerade eine Textur hingeplackt. Da ist nicht mal irgendeine Wasserpflanze oder sonst irgendwas. Also, wirklich, da klopft es mich um. Also ich glaube, Leute, wie auch immer das jetzt hier mit dem Fisch geht, allein die Tatsache, dass man dieses Ding hier nicht mehr ausblenden kann, ist eh schon der Knaller. Hier sehen wir übrigens so ein Questlog. Ah, da ist der Fisch. Und jetzt haben wir hier den Fisch. Ja, den müssen wir sogar festhalten die ganze Zeit. Jetzt können wir halt zurück. Der Hund führt uns dann halt immer dahin, ne? Ja, also das Spiel ist nicht nur voll von Grafikbugs und sonstigem, das ist auch einfach nur schlecht. Muss man ganz ehrlich sagen. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. SuWorld VR, das ist ja mal ein absolutes Desaster. Also, es fühlt sich wirklich an, als wenn man das eben in der Mittagspause gemacht hätte. Zumindest die Umgebung und so. Und ich weiß ja nicht, wo der Entwickler hier dieses Bild hier aufgenommen hat, aber diese Variation an verschiedenen Blumen, Pflanzen habe ich nicht gesehen. Ich habe mal ein so eine blaue Blume habe ich mal am Rand gesehen, aber die verschwindet ja schon, wenn du da 5 Meter weiter weggehst. Also das ist schon absolut furchtbar. Ein Top-Beispiel, wie die Grafik die komplette Immersion killen kann von dem Spiel. Aber auch der Rest, ne? Ich meine, das ist ja irgendwie nicht aufregend, einen Fisch aufzuheben und das einem Bär zu geben und Leuten zu erzählen, ja, streichelt ruhig mal den Bär, das ist kein Problem. Das ist erstmal eine Lüge und zweitens saugefährlich. Niemals einen Braunbär anfassen, Leute. Nee, Leute, ich meine, jetzt kommen natürlich wieder einige Leute und sagen, ja, das ist doch ein Early-Access-Spiel. Das wird doch hinterher voll gut. Nein, wird es nicht. Es wird nicht gut. Ich gebe euch mein Versprechen. Es wird nicht gut. Ich denke, dass ich genug Erfahrung mit solchen Sachen habe. Und ich gebe, sorry für das Wort, einen Scheißdreck auf Early-Access. Weil alle Entwickler rechtfertigen immer mit Early-Access, ja, da sind ja noch Bugs drin und so, bla bla bla. Nee, ich bin da raus aus der Nummer. Ich gebe nichts auf Early Access. Das Spiel wird so bewertet, wie es ist. Und es ist scheiße und deswegen gibt das einen Daumen nach unten. So sieht's aus. Und ja, ich meine, die Idee ist geil. Ich liebe solche Spiele an sich. Durch die Natur rennen, Tiere gucken und so ein bisschen was drüber lernen. Ist genau das, was ich mir wünsche, aber doch nicht so. Nicht so. Das geht nicht. Also Leute, ich bedanke mich trotzdem. Ich hoffe, ihr gebt mir trotzdem einen Daumen nach oben, dass ich euch das Spiel nicht empfohlen habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.